Ja, hallihallo, liebe Freunde hier auf dem Pixelheldenkanal und zu einem neuen Let's Play. Ihr seht schon Skyrim Hearthfire und zwar, ja, das dritte Add-on, beziehungsweise es war das zweite, glaube ich, was rausgekommen ist, aber das dritte, das wir euch zeigen werden, nämlich unser Mushroom hat euch ja schon durch Drongord und durch Dragonborn geführt und ich, der Ray, führe euch nun durch Hearthfire. Ja, es ist ein etwas anderes Add-on und ich habe mit unserem Mushroom auch gesprochen, ob er es denn auch noch Let's Playen möchte, um einfach diese ganzen Add-ons oder DLCs, wie man sie ja mittlerweile nennt, da man es ja übers Internet runterlädt, noch machen möchte, um das einfach abzuschließen. Und dann hat er gesagt, ja, er hat's gar nicht. Und ja, und dann habe ich einfach gedacht, warum mach's dann nicht ich? Ich bin ja mindestens genauso ein großer Skyrim oder überhaupt Elder Scrolls-Spieler wie unser Mushroom. Und somit hat er gesagt, ja, findet er gut, wenn ich das übernehmen würde. Und somit auf unserem Kanal dann alle drei DLCs abgeschlossen wären. So. Ja, aber bevor wir reinspringen, gibt es ja noch eine Kleinigkeit zu klären. Und ihr seht schon hier, was fliegt hier durch den Bildschirm. Es ist eine Maus. Und zwar, ich spiele es nicht so wie unser Mushroom auf der Xbox, sondern ich spiele es auf dem PC. Und es liegt einfach daran, ich habe die Elder Scrolls-Teile, zumindest mit Morrowind habe ich angefangen, immer auf dem PC gespielt. Und es liegt einfach daran, dass ich ein wahnsinniger Freund von PC-Spielen bin und zudem die Elder Scrolls-Teile wahnsinnig eine riesige Modding-Community hat. Und gerade halt im PC-Bereich natürlich, auf der Konsole geht ja mit Modding nicht so viel. Und ja, das ist für mich einfach so ein Hauptgrund, das Spiel einfach auf dem PC zu spielen. Und ja, da wären wir auch schon beim Thema Modding. Ich sag's jetzt vorab schon mal. Ja, ich habe über 100 Mods da drauf, hier auf meinem Rechner, hier für Skyrim. Also ihr werdet viele, viele Sachen erleben, die ihr so in der Originalfassung nicht sehen würdet. Und ja, an der Stelle sage ich einfach mal, in der Beschreibung habe ich die jetzt nicht verlinkt, was jetzt welche Mods ich da verwende und welche nicht und wie auch immer. Sondern da einfach schon mal vorweg, bevor wir reinspringen, wenn ihr euch irgendwas auffällt, was ihr sagt, boah, das habe ich so noch gar nicht gesehen, was ist denn das für ein Mod, das würde mich interessieren, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir lesen wie immer alle Kommentare durch. Und ich werde dann gucken, was für ein Mod das sein könnte und werde es dann einfach als Antwort dazu schreiben mit dem entsprechenden Link. Und ja, viele Mods kommen auch gar nicht so zur Geltung, aber ja, einige schon, weil sie dann auch viel mit der Optik zu tun haben. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, springen wir mal ins Spiel, gehe ich mal auf Fortsetzen. Ja, mit dem letzten Spielstand fortfahren, ganz genau. Jo, und dann sind wir auch schon im Ladebildschirm. Und ich hoffe, es geht jetzt nicht zu lang. Und jetzt wird oben rechts schon Stufe 63. Ja, ich habe ein bisschen gespielt, ne? Also, ich habe eigentlich schon alles so ziemlich erlebt. Natürlich nicht alles, weil das Spiel bietet einfach so viele Stunden Spielspaß, sage ich jetzt mal. Ja, und DLC Hearthfire ist ja mal ein bisschen ein anderes DLC bzw. Add-on. Und zwar geht es ja darum, dass unser Dovahkiin, unser Drachenblut, sich ein bisschen niederlassen soll. Es soll sich ein schönes Heim gründen. Und ja, das geht es in diesem Add-on auch. Es gibt drei, ich will jetzt nicht sagen Königreichen, sondern Fürstentum sind es ja. Es gibt ja mehrere in Himmelsrand bzw. Skyrim. Und ja, er versucht halt, oder in diesem DLC geht es darum, dass man sich halt in drei Fürstentümer hat man die Auswahl, sich ein Heim zu bauen, wirklich vom Grundstein aus kann man selber sich alles einrichten und ja, das werden wir miteinander erleben. So, ja, das sind wir auch schon im Spiel und sehen da schon auch so ein Haus. Ja, ich habe eins habe ich schon mal gebaut, natürlich habe ich das alles schon mal probiert. Das ist jetzt hier das Haus Seeblick, heißt es, und das ist vom Fürstentum Falkenring, glaube ich, oder zumindest heißt die Hauptstadt so. Ja, so könnte ein Haus, wenn wir denn dann mal fertig sind, aussehen. Also, es ist noch nicht zu 100% fertig, aber so an die 90, 95% ist es fertig. Und ja, so könnte das aussehen. Und ja, springen wir mal kurz auf die Map und dann zeige ich das euch mal. Also, es ist hier bei Falkenring. Wären wir hier, das wäre das Haus Seeblick und dann gibt es noch zwei weitere Fürstentümer, wo man sich so ein Haus bauen kann. Das wäre einmal hier in Mortal,
Das Haus würde dann irgendwo hier oder hier stehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher genau, wo der Platz ist. Also man kann sich den Platz nicht selber aussuchen, der ist schon vorgegeben. Also ist jetzt hier kein Minecraft. Und dann gibt es natürlich noch einen Dämmerstern. Ich glaube, der heißt das Fürstentum Pale oder sowas. Und da müsste das Haus an der Grenze zu Weißlauf sein. Das müsste dann irgendwo hier irgendwo, glaube ich, sein. Nee, das ist dieses Laurierhof. Ja, so viel dazu. Und ja, springen wir mal wieder hier in das Spiel selber. Und ja, jetzt würde ich mal sagen, stellen wir doch mal unsere Dovahkiin vor. Ja, ich sage unsere, nicht unser, sondern es ist nicht wie hier beim Arnold, unser Mushroom, die Drachenwurst. Die hat jetzt ausgedient. Der hat viel, viel Heldentaten erlebt mit euch. Sondern ich habe eine Dame. Ich spiele eine Dame und die zeige ich euch jetzt auch gerne mal. Die seht ihr hier. Und ja, das ist sie. Und mit dem Namen Amelia. Und jetzt seht ihr sie auch schon, eine schöne junge Dame, unser Dovahkiin, unsere. Und ja, warum spiele ich eine Dame? Erstens ist es mal was anderes. Und ja, es gibt halt für Mods, also wenn ihr Mods guckt, es gibt halt viel mehr Mods für Frauen oder für einen weiblichen Charakter. Und das fängt schon gerade bei der Rüstung an, wobei man muss auch dazu sagen, die meisten Rüstungen, die es für die Damen gibt, die haben eigentlich so gut wie gar nichts mehr an Rüstung, sondern das ist eigentlich nur noch mehr Haut. Das will ich jetzt nicht, ein bisschen sexy darf es ja sein, ein bisschen Haut darf man ja zeigen, so wie es hier auch ist, aber ja, zu übertrieben wenig finde ich dann auch wieder Quatsch. So. Ja, das sehen wir hier und jetzt fällt mir prompt auf, dass ein Mod schon so gar nicht richtig funktioniert. So, das nennt man dann wohl... ja, klappt wohl nicht richtig, aber ich glaube, ich weiß, wie ich ihn wieder hinkriege. So, ja, jetzt hat es geklappt. Jetzt seht ihr, ihr habt mir hinten einen Bogen, wir haben ein Schwert und einen Dolch, alles gleichzeitig angezeigt. Das macht der Mod so, finde ich auch besser so, dass man alles sieht, was man so ausgerüstet hat. Ja, aber ich möchte euch ja jetzt nicht in Mods einführen, sondern wir möchten ja jetzt ein Haus bauen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass wir ein Haus in diesem Dämmerstern, im Pale Fürstentum bauen. Und zwar, das liegt daran, dass ich eigentlich erst eine richtige Questline in Dämmerstern abgeschlossen habe. Das heißt, wir werden hier die kompletten Quests noch machen müssen, um überhaupt die Erlaubnis zu kriegen, vom Jarl hier bauen zu dürfen. Und deswegen sei auch jetzt schon mal gesagt, nochmal zur Erwähnung, ich werde es vielleicht nochmal ein paar Mal erwähnen für euch Zuschauer, die Leute, die jetzt hier erwarten, dass wir nur Haus bauen, ne, das machen wir nicht. Ich versuche das ein bisschen auch zu strecken, sage ich mal. Wir machen erleben jetzt ein bisschen mehr und zwar versuchen wir einfach auch viele Quests mitzunehmen und dass wir da auch noch ein bisschen diesen Rollenspiel-Aspekt mitnehmen. Das, ja, das ist einfach so von mir gewollt. Zudem muss man auch sagen, dass das Hearthfire DLC auch ein sehr, sehr kurzes ist, weil es wie gesagt nur eigentlich diese Häuser betrifft. Und ja, ich möchte einfach so ein bisschen das strecken, ein bisschen mehr Rollenspiel-Flair mit reinbringen. Deswegen sei auch schon mal gesagt, dass ich schätze mal so in 3-4 Folgen werden wir erst anfangen mit dem Hausbau. Und deswegen ja, machen wir erstmal so ein bisschen mehr Rollenspiel-Flair und ja, so sieht's aus. So, jetzt laufen wir aber erstmal los, weil ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt natürlich nach Dämmerstern schnell springen, aber was ist es denn nicht Schönes, wenn wir mal diesen ganzen Weg hier einfach mal jetzt ein bisschen ablaufen und einfach so ein bisschen, während wir laufen, noch ein bisschen reden. Ich meine, ich rede jetzt schon die ganze Zeit, aber wir laufen nicht und dann seht ihr auch mal ein bisschen was von Himmelsrand, von Skyrim. So, und da steht noch jemand, den vielleicht den ein oder andere von euch noch kennt. Und das ist Lydia, unser, wo guckt sie denn hin? Die guckt da runter, okay, hallo. Und zwar unser Huskarl. Wir brechen auf? Ja, wir brechen auf, folgt mir. Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Jo, und zwar ist das unser Huskarl von Weißlauf, aber die habe ich eigentlich immer dabei. Und ihr seht schon, sie sieht auch ein bisschen anders da aus, wie sie eigentlich normal aussieht. Aber ja, so sieht sie jetzt halt bei mir aus. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo unsere Pferde stehen, weil wir möchten das ja natürlich nicht zu Fuß gehen. Die müssen da unten irgendwo am Weg auf uns warten. Achso, und falls ihr euch fragt, wieso ich hier
Ah, da hinten stehen sie, ja. Warum wir hier in der dritten Person spielen, das liegt einfach daran, dass ich ein großer Fan der Gothic-Reihe war. Und da hat man ja auch immer in der dritten Sicht gespielt. Und deswegen spiele ich halt hier in Skyrim auch in der dritten Person. Ab und zu auch mal in der First Person, also nicht wundern, wenn ich wechsle. Aber so dieses typische Standard, wie wir eigentlich als Spielen in der dritten, in der ersten Person, das mache ich hier nicht so. Ich spiele halt öfters mal auch in der dritten. Vor allem hat man ja auch eine schöne Aussicht. Zumindest die Männer haben eine schöne Aussicht mit dieser Dame, die ich hier spiele. Diejenigen, die das jetzt gerade nicht so schnell mitbekommen haben, das Pferd, was ich hier habe, das ist die Schattenmähne. Die kriegt man, wenn man die Dunkle Bruderschaft-Quest abschließt. Ist so ziemlich das stärkste Pferd, was man so haben kann im Spiel und auch das coolste, meiner Meinung nach, mit den geilen roten Augen. Ist nämlich ein Dämonenpferd. Und ja, so viel sei gesagt. So, Lydia folgt uns und wir laufen mal weiter. Haben ja noch einen langen Weg vor uns. So, da läuft noch ein Hase links, schön durch die Welt. So. Jetzt habe ich schon so viel gesagt, hätte ich eigentlich alles auf dem Weg sagen können. Ne? Wir haben uhrzeittechnisch noch früher Morgen, deswegen ist hier noch so ein bisschen Dämmerung. Deswegen scheint die Sonne jetzt noch nicht so hell, falls ihr euch wundert. So, hier sind noch diese Wächtersteine, da muss ich mal kurz auch gerade wechseln. Weil ich habe noch den Diebesstein aktiv und will aber jetzt den Kriegerstein wieder annehmen. Den Diebesstein hatte ich jetzt nur mal kurz dran, weil ich die Diebesgilde mal ein bisschen gespielt habe. Und dann dachte ich, mache ich den mal lieber an. Aber jetzt machen wir wieder den Krieger an. Und wie ihr auch schon vielleicht denkt, ich spiele viel mit Bogen und mit Einhandwaffen. Und das habe ich auch hauptsächlich geskillt. Ich meine, man könnte jetzt kurz auch in den Skillbaum gehen, aber den sehen wir nachher bestimmt eh noch, wenn ich irgendwann mal ein Level-Up habe. Und von dem her können wir da dann auch nochmal drauf eingehen. Während wir hier jetzt den schönen Weg entlang reiten, durch diese Wälder und diesen Fluss noch auf der Seite. Und laufen wir hier mal weiter. Normal müssten wir jetzt dann bald Flusswald erreichen. Da müsste ich dann auch mal kurz noch eine Zwischenpause einlegen. Weil ihr könnt euch denken, für den Häuserbau brauchen wir ziemlich viel Materialien und ich würde sagen, dann nehmen wir schon mal ein bisschen ein paar mit. Viele können wir auch selber craften, sage ich jetzt mal, abbauen, aber eben halt nicht alle. Und gerade vor allem Eisen und so brauchen wir halt viel. Und oh, was ist jetzt los? Anscheinend verfolgt uns was. Weil wenn man so schnell vom Pferd absteigt, dann ist es meistens, dass man verfolgt wird. Und vor allem, weil das Schwert jetzt auch gleich gezogen wurde. Aber ich sehe jetzt gar nichts. Naja, egal. Falscher Alarm. Egal. So. Ja. Dann gehen wir mal hier in Flusswald. Mal schnell zum Schmied. Der hat doch bestimmt ein bisschen Eisen. Die Götter über eure Kämpfe wachen. Ja, das hoffe ich doch auch. Die besten Waffen und Rüstungen. Ja, dann gucken wir mal, was er hat. Ich möchte aber Materialien. Eisenerz nehmen wir auf jeden Fall mit. Holzkohle ist auch nicht schlecht. Eisenbarren. Nehmen wir alle mit. So, nehmen wir alle mit. Grundrumbachen können wir auch immer brauchen. Nehme ich auch mal alle mit. Und ja, die nehmen wir auch mit. Das sind so die Bachen, die man eigentlich immer braucht. Ein bisschen Shopping betreiben ist ja okay. Geld haben wir ja noch genug. Der Rest brauchen wir jetzt erstmal nicht. Leder und so Lederstreifen, da gehen wir selber dann, glaube ich, mal auf Jagd. Dass wir auch ein bisschen was anderes noch sehen. So, jetzt will ich aber das ganze schwere Zeug nicht immer mit mir schleppen. Und zwar, dann lege ich das mal bei mir am Pferd ab. Und da liegt auch noch gar nichts drin. Und deswegen kriegt das jetzt alles mal mein Pferd. Ein bisschen habe ich Leder und so Zeug schon noch dabei gehabt. Deswegen legen wir das jetzt aber alles mal da rein. Eisenbahn, Eisenerz, das noch so alles drin. So, das ist jetzt alles bei uns im Pferd drin, in unserer Schattenmähne. Ihr seht das auch nochmal, Schattenmähne, vom Namen her. Und ja, dann reiten wir mal weiter. Wir haben ja noch einen langen Marsch vor uns. Jetzt waren wir gerade noch, bis unsere Begleiterin aufgesattelt hat. Und dann geht's weiter. So, wenn er uns hier Platz macht. Dankeschön. Dum-da-dum. So, jetzt wird's hier dunkel.
Ja, dann laufen wir mal weiter oder reiten mal weiter. Falls euch wundert, warum ich nicht sprinte, das werde ich schon noch machen, aber jetzt hier ist ja noch schon so schön idyllisch und das nehmen wir doch mit. So ein schöner Galopp durch die Weiten von Himmelsrand. Und die erste Folge darf ja auch ein bisschen länger sein. So, in der Entfernung sehen wir schon Weißlauf. Oh, hier werden wir angegriffen. Von der Dämmerwacht. Komm her, du. Also ja, das ist unser Feature. Wenn ich auf dem Pferd einen kill, dann öffnet es gleich das Dropping. Finde ich gut, dann müssen wir nicht immer absteigen. So, das nehmen wir gleich mal mit. Ist das schon alles? Ja, das ist noch nicht alles, aber boah, ist ein wenig schwierig jetzt hier zu kämpfen. Oh, Lydia hat auch einen besiegt. Den nehmen wir auch noch mit. So, jetzt wechseln wir hier mal auf den Bogen hier und auf den Kopf zielen. Ja, komm, Lydia macht den schon fertig. Oder die. So, ja, da kriegen wir auch noch mal da ein bisschen Zeug dazu. Ja, falls ihr euch wundert, wieso uns die Dämmerwacht angreift, für diejenigen, die das Dawnguard DLC natürlich beim Arnold angeguckt haben, das Let's Play. Ich habe mich für nicht so wie die Drachenwurst für die Dämmerwacht entschieden, sondern ich habe mich für die Vampire entschieden. Allerdings habe ich mich auch wieder zurückverwandelt, also ich bin jetzt momentan gar kein Vampir, dennoch greifen die mich an. Ja, ich habe es halt bei denen ein bisschen verbockt, wenn man so will. So, jetzt sehen wir aber hier nochmal in der Entfernung die Drachenfeste von Weißlauf und Weißlauf selber. Schöner Ausblick. Und dann reiten wir jetzt auch gleich dran vorbei. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. So, das sind auch schon noch mal ein paar Wachen von Weißlauf. So, hier haben wir doch ein Schild, aber das zeigt jetzt nicht dahin, wo wir wollen. Egal, wir wissen ja den Weg. Ja, und das sehen wir hier schön nochmal. Drachenfeste. Großes, großes Ding. Weißlauf erinnert mich ja so ein bisschen von Herr der Ringe an Rohan. So von überhaupt auch der Fürstentum, so mit diesen Steppen, wenn man so will, und das Weidenland, das Weideland. Ja, ja, so ist das. Hier die Sonne auf der anderen Seite, die gerade aufgeht. Wir haben ja noch früher Morgen. So, was haben wir hier? Ein Fuchs. Ja, der macht uns nichts. Der hat wahrscheinlich eher Angst. So, was haben wir hier? Ein paar kaiserliche Wachen. Also für die das interessiert, ich habe mich noch nicht für den Bürgerkrieg entschieden, weil ich irgendwie mich noch nicht entscheiden konnte, ob ich mich jetzt den Sturmmänteln oder der kaiserlichen Armee anschließe. Das muss ich irgendwann mal noch machen. Aber gut. Ja, und da vorne sehen wir dann auch schon die Grenze nach Pale, Dämmerstern. Und zwar erkennt man das eigentlich gut, da jetzt dann auch gleich das Schneegebiet anfängt. Weil da ist dann doch ein bisschen kälter. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Hier gibt es ja eh nichts zu sehen. So, das vorne sehen wir auch, glaube ich, schon die erste Grenzwache. Von Dämmerstern. Jawohl, so ist es. Sieht man immer schön am Schild. Da haben sie ja immer ihre Wappen drauf. So, was haben wir da vorne? Ich glaube, da vorne ist ein Wolf. Aber gucken wir mal, ob wir den hier aus der Entfernung kriegen. Hier schön auf den Kopf zielen. Jawohl, den haben wir gekriegt. So, jetzt öffnet sich hier nicht gleich das Inventar, weil die Entfernung, glaube ich, ein bisschen zu weit ist. Steigen wir halt mal kurz ab, weil das Fell nehme ich natürlich noch mit. Wenn wir schon mal hier so ein Fell haben. So, ein Wolf. Den Pfeil nehmen wir natürlich auch wieder mit. So, ja. Kann man wieder aufsetzen. So. Kommen auch schon die ersten Schneeflöckchen. So, dann geben wir wieder ein bisschen Gas. Wie es dann hier schon wirklich ins Schneegebiet geht. So. Ja,
wie gesagt, viele Mods sind drauf, unter anderem auch Grafikmods natürlich. Das sieht alles optisch natürlich schon etwas anders da aus wie die Standardversion, aber das darf es ja auch. So, jetzt sind wir dann auch schon hier voll im Schneegebiet. So, da vorne sind nochmal ein paar Schilder und wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt dann links abbiegen. Aber das sehen wir dann gleich auf dem Schild, hoffe ich. Und es war, was haben wir denn da? Nach Winterfest rechts, nach Dämmerstern nach links. Ja, das ist immer ja richtig. Wenn wir hier lang gehen, jawohl. Reiten wir mal ein bisschen weiter. Hier. Auf diesem gesteinerten Weg. So. Da liegt. Da ist ein Säbelzahnziger. Ich sehe ihn gar nicht. Wow. Der macht ein bisschen einen Tanz, aber anscheinend ist er gestorben. So, müssen wir aufpassen. Hier sind, glaube ich, viele Wildtiere. Den lasse ich jetzt den Bogen erstmal offen. Da oben wird auch schon gekämpft. Da hat er, glaube ich, so ein. Irgendwie ist das Zielen gerade kaputt. So, jetzt. So. Also, falls ihr euch wundert, warum ich hier immer so ranzoomen kann, es liegt einfach daran, dass ich, dass das eine Fähigkeit ist beim Bogenschießen, für diejenigen, die das nicht wissen. Da kann man nämlich die Luft anhalten, dann zoomt es hier so ein bisschen ran und die Zeit wird um 50% langsamer. Zumindest das Zielen ist super einfach und super cool. So, und dann steigen wir mal wieder auf, hier mitten im Schneegestöber. Gehen wir weiter. Und da vorne sehe ich auch schon eine Festung. Und in den Festungen sind ja meistens so Banditen, deswegen werde ich mal lieber absteigen, glaube ich, hier irgendwo. Weil die Pferde möchten wir nicht mit in den Kampf nehmen. Ne, wollen wir nicht. Dann steige ich jetzt hier mal ab. So. Lydia darf auch mit. Aber der muss man das manchmal nochmal ein bisschen extra sagen. Ja, ihr scheint auf dem Pferd festzukleben. Ups. Hallo? Ich bin direkt hinter euch. Hallo? Naja, irgendwie klappt es nicht, aber sie steigt dann. Doch, jetzt steigt sie ab. Wir müssen noch ein bisschen weglaufen. So. Gucken wir mal. Das sind auch schon erste Leute. Ich weiß halt einmal nicht, ob die Gegner sind. Schleichen wir mal ein bisschen. So ran. Sehen wir ja gleich, ob das Feinde sind oder nicht. Bis jetzt machen sie noch einen freundlichen Eindruck. Ich weiß es nicht. Bis jetzt ist noch alles okay, bis jetzt haben sie uns aber auch noch nicht entdeckt. Schleichen wir mal weiter rein. Doch, jetzt haben sie uns entdeckt. Aber bis jetzt sind sie noch nicht böse. Doch, der hat die Waffe gezogen. Aber gut, ich habe sie auch gezogen. Ich stehe mal auf. Hallo? Bist du freundlich? Hallo? Hallo? Oh ja, ein Bandit. Hier schön in die Fresse. So. Ja. Da oben haben wir noch ein paar Leute. So, immer schön auf den Kopf zielen. Jawohl. Dann macht man irgendwie kritischen Schaden und ja, Lydia macht den fertig, hoffe ich. Und sonst schauen wir nochmal ein. Da hinten ist noch einer. Ja, schön in die Fresse. So, dann wechseln wir jetzt aber auch mal hier auf die Nahkampfwaffe. Boah, voll erwischt. Komm nur her. Ich kann euch nicht besiegen. Ja, das weiß ich, dass du es nicht kannst. Ich bin ja auch ein Drachenblut. Mensch. Da hinten schießt sie noch hin. Da ist nochmal jemand. Da ziehen wir mal einen Bogen. Hä, ich sehe den gar nicht. Schießt sie denn hin? Oh, scheinbar hat sie ihn schon getötet. Gut, ja, gucken wir mal, was sie mal noch dabei hatten. Gold, ja, sonst ein Reiseumhang. Nee, brauchen wir nicht. Wir sind ein des Volkes Nord. Wir frieren nicht. Wir brauchen kein so Zeug.
So, gucke ich gerade mal. Ja, die da oben hole ich jetzt nicht zurück. Ja, unser Pferd soll aber gefälligst herkommen. Ich habe jetzt keinen Bock dahin zu laufen. Und da gibt es nämlich eine tolle Fähigkeit. Und die heißt nämlich Pferdepfeife. Und dann müsste jetzt unser Pferd gleich hierher kommen, wenn ich es einsetze. Jo, da habt ihr es gehört. Im Normalfall müsste jetzt das Pferd gleich kommen. Wenn alles klappt. Vielleicht aber auch nicht. Doch, jetzt, da kommt doch was. Jawohl, da ist es doch. Unser Schattenmähne. Juhu. Ja, ja, ist ja gut, lieber. Braves Pferdchen, braves Pferdchen. So. Und die holt's gleich mit dem Horn. Dann geht's ein bisschen schneller. Habt ihr schon gesehen? So. Ja, jetzt geht's aber weiter. Wir müssen ja hier jetzt langsam vorwärts kommen. Wir müssen ja mal langsam Dämmerstern erreichen. Dann geben wir ein bisschen Gas jetzt. Nicht, dass hier noch ein Schneesturm kommt, wobei der Himmel ja relativ klar aussieht. So, folgen wir einfach dem Weg. So. Oder ist wieder so ein... Oh fuck, der ging daneben. Also ist ein bisschen weiter weg. Muss ich mir hier mit dem Bogen. Oh, also ist aber noch so eine hässliche Spinne. So, den Hammer. Das nehmen wir alles mit. Diese scheiß Spinne. Wo ist denn die jetzt hier? Jo, die haben wir auch. Aber davon will ich eigentlich nur meinen Pfeil zurück. Das Gift kann es behalten. So, ja, dann reiten wir mal weiter. Ihr seht schon, ich kämpfe viel aus vom Pferd aus. Geht ja auch ganz gut eigentlich. Muss man nicht immer absteigen. So. So, ja, da vorne sehen wir dann schon langsam das Meer. Also wir haben es fast geschafft. Wenn man jetzt hier drüben guckt, sieht man einen Drache, auch nicht schlecht. Der ist aber noch weit weg. Da hinten, vielleicht seht ihr das. Oh, da greift schon wieder was an. Wo ist denn jetzt das Ding? Hier. Wie trifft es? Oh ne, das trifft ihn nicht. Das ist so klein, der Eisgeist. Aber Lydia macht den schon kaputt. Ja, die Zähne nehmen wir mit. So. Ah, das ist nochmal einer. Verdammte Kacke. Oh, das treffe ich wahrscheinlich eher Lydia, wenn ich hier... Kacke. Überall hier, die Wildnis. Brutal hier. Aber so ist es halt. Ja, da hinten war ein Drache, aber jetzt ist er, glaube ich, weg. Aber da war noch weit weg. Ah doch, da fliegt er noch. Aber der ist noch weit weg. Er wird zumindest nicht als Feind angezeigt. Naja. Ja, wenn man ganz da hinten guckt, hier müsste dann irgendwo Einsamkeit sein. Die Hauptstadt. Auf dem Berg, aber ja, das sieht man von hier nicht so direkt. Naja, egal. Achso, da vorne müsste jetzt dann Dämmerstern kommen. Jawohl, da sehen wir schon die ersten Häuser. Da haben wir unser Ziel jetzt endlich erreicht. Der lange Ritt. Das satteln wir jetzt auch gleich mal ab. Parken wir mal unsere Pferde hier. So. Ja, Dämmerstern, da steht es auch oben rechts. So. Ja, Lydia, du darfst jetzt auch absteigen. Dauert immer ein bisschen. Habe ich aber auch so eingestellt, dass sie noch ein bisschen auf dem Pferd als bleiben. Aber manchmal steigt man ja nur kurz ab, will was machen und dann, ja, oder läuft ein Kind. Hallo? Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Komm, steig jetzt ab. Lass mich nie warten. Steig doch ab. Verdammt. Naja, egal. Hallo? Sollst du absteigen? Reden wir halt mal kurz mit ihr. Ich bin direkt hinter euch. Ja. Scheint auf dem Pferd festzukleben. So, jetzt müsst ihr absteigen. Jawohl. Komische Sache. Naja, egal. Eigentlich müsst ihr normalerweise so oder so absteigen, aber was soll's. Jetzt gehen wir erstmal in die Taverne, würde ich sagen. Gucken, wie es aussieht. Zum windigen Gipfel.
Die Tavernen haben immer die coolsten Namen im Spiel, finde ich. Zwingend das G war und hast du nicht gesehen. So, jetzt haben wir kurze Ladezeit. Naja, so, war relativ kurz, ja. So, hier ist ja sogar was los. Ja, dann würde ich sagen, trinken wir erstmal Mead. Trinken wir mal ein Mead. Na, wollen wir diesen Hunger stillen? Nee, Hunger habe ich nicht. Ich will aber einen schönen Mead trinken. Was haben wir denn? Nordmead? Ja, den nehmen wir doch mit. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, erstmal hier schön anstoßen. Prost, Lydia, für dich habe ich nichts. Wo haben wir den denn jetzt hier? Oh, ja, jetzt geht's mir gut. Wobei, ich glaube, es hat jetzt eigentlich eher was verschlechtert. Aber gut, wenn man Alkohol trinkt, ja. Dann wird halt die Ausdauer schlechter. So. Ihr braucht etwas? Ja, in der Tat. Wir möchten ja natürlich hier ein Grundstück erwerben. Das werden wir höchstwahrscheinlich beim Jarl tun. Aber ich habe mir gedacht, bevor wir zum Jarl gehen, machen wir doch einfach mal eine gute Tat für dieses Reich. Weil, wie gesagt, ich habe hier eigentlich erst eine Mission gemacht. Und ja, damit wir gleich hier aufkreuzen können mit einer tollen Nachricht, würde ich sagen, fragen wir doch... Ich war ganz in Gedanken. Braucht ihr ein Zimmer? Ein Getränk? Boah, jetzt reden hier voll viele. Ja, fragen wir doch mal hier den Thoring, der Tavernenwart, ob er weiß, ob es hier irgendwo Arbeit gibt oder wir irgendwie helfen können. Schauen wir mal, suche nach Arbeit. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ja, dann gucken wir doch mal. Töte den Riesen in Sturmruh. Ja. Dann gucken wir doch mal, was denn da steht. Kopfgeld. Im Namen von Skalde an alle fähigen Männer und Frauen von Pale. Der Riese in Sturmruh belästigt und attackiert Bürger wie Besucher. Wer ihn tötet, wird eine Belohnung erhalten. Aha, gezeichnet. Punkt, Punkt, Punkt. Okay. Da der Quest müsste auch schon aktiv sein, oder? Töte den Riesen, jawohl. Dann machen wir das doch. Dann gehen wir doch nach Himmelsrand. Töten den. Bevor hier noch ein Unwetter aufzieht. Man weiß ja nicht, die Wolken sehen ja schon einmal nicht mehr so gut aus. So, der Drache fliegt ja immer noch seine Kreise und belästigt aber keinen. Da steigen wir jetzt auf. Und gucken wir mal, wo wir denn überhaupt hin müssen. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, hoffe ich mal. Oh je, hier ganz unten. Ah, da sind wir vorher schon vorbeigeritten. Jetzt können wir hier den halben Weg wieder zurück. Ja gut, das kriegen wir aber hin. Und dann geben wir ein bisschen Gas. Die wilden Tiere haben wir ja auf dem Weg eigentlich schon alle erledigt. Von dem her dürfte jetzt uns da keiner mehr in den Weg kommen. Aber gegen Riesenkämpfen ist halt immer so eine Sache, die machen ziemlich viel Schaden. Aber ich versuch's halt einfach mit Pfeil und Bogen. Da hat man immer gute Chance, weil sie doch relativ langsam sind. So. Müssen wir aber hier noch ein gutes Stück wieder weiterreißen. Haben wir auch einen Riese rechts, aber das ist nicht der, den wir töten müssen. Wir sollen ja den in Sturmruhe vernichten. Eliminieren. Soll der ja für unser Dovahkiin kein Problem sein. So. Ist schon wieder die Festung. Rennen wir einfach schnell durch. Die dürfte ja jetzt unbewohnt sein. Boah. Barrikaden aufpassen, nicht, dass wir wieder dagegen reiten und das Pferd aufspießen. Auch wenn es hier mit Drachenknochenpanzer gepanzert ist. So. Vorne müsste dann eigentlich schon bald sein, glaube ich. Gehen wir mal, folgen mal dem Weg mal doch mal noch mal ein bisschen ein Stück. Weiß ja nicht.
So, da haben wir einen Hirsch. Den lassen wir aber mal in Ruhe. Oh, da vorne ist was. Irgendeine Kolonne. Oh, das sind Rotwadon. Aber die interessieren uns jetzt nichts. Nicht. So. Da vorne müsste es jetzt eigentlich sein, irgendwo. Ganz in der Ferne sehen wir schon wieder Weißlauf. Das ist einfach brutal, wie weit man das schon sieht. So, ja, hier rechts müsste es eigentlich sein. Deswegen, ja, das sind auch schon die ersten Felsen, die so Riesendinger markieren. So. Sieht man auch hier irgendwo. Hier sind so Felsen. Ich ziel mal drauf. Hier, diese mit diesem Leder drumrum oder was es ist. Die haben meistens sowas. Ja, hier ist wieder schön Wetter. So, jetzt gucken wir mal. Schleichen wir mal. Da hinten ist ein Riese. Ist das vielleicht der, den wir töten müssen? Ich sehe keinen weiteren bis jetzt. Ups. Laufen wir hier in vollen Schnee rein. Ich glaube, das ist der einzige. Dann nehmen wir doch den mal jetzt hier aufs Korn. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf die Entfernung treffen. Ein bisschen höher zielen vielleicht. Keine Ahnung. Er bewegt sich ja noch. Und da sehen wir, wie der Pfeil fliegt. Ui. Okay, anscheinend hat er getroffen. Es hat ihn sogar getötet. Ja, ich habe ja versprochen, dass ich Bogen trainiert habe. Und ich habe jetzt hier auch kein ganz besonderer Bogen. Falls ihr den vielleicht schon kennt. Und zwar, das ist der Bogen von Legolas. Da gab es nämlich mal so einen Mod, der die Waffen von Herr der Ringe reinbringt. Und eben der Bogen hat mir halt richtig gut gefallen. Und der ist halt natürlich auch stark. Der ist so stark wie ein Drachenknochenbogen. Und deswegen, ja, der macht dann schon ordentlich Schaden. So, ja, was hat denn der alles dabei? Die Edelsteine nehmen wir natürlich mit. Ja, das nehmen wir alles mal mit. So, jetzt hier, da brennt ein Riesenfeuer. Ah, hier gibt es noch diesen Mammutkäse, glaube ich, oder wie der heißt. Riesenkäse, ja. Den nehmen wir mit. Guck mal, was hier sonst noch gibt. Ist hier sonst noch was? Oh, hier ist ziemlich dunkel. Das ist aber nix. So, ja, was haben wir denn hier in der Truhe? Oh, Experte. Mal gucken, ob ich die aufkriege. Ich habe zwar das schon ein bisschen geskillt, ist jetzt schon 91, habe ich im Schloss knacken. Aber, ah ja, doch, klappt wunderbar. So, was haben wir denn? Ne, das brauchen wir nicht. Dietriche kann man immer brauchen. Smaragd und Stahlzweihänder der Feigheit. Naja, ist auch nicht so viel wert. Ne, den lassen wir drin. So, ja, jetzt könnten wir die Mammuts töten, aber das mache ich nicht, weil ich bin ein Mammutfreund. Die töten wir nur, wenn man es unbedingt muss. So, jetzt wo haben wir unser Pferd? Ach egal, wir können es ja rufen. Ja, Pferdepfeife ist noch aktiv. So, jetzt müsste er gleich kommen. Derzeit genießen wir hier das schöne Wetter. Und da kommt es schon. Wunderbar. So ein braves Pferd. Gut dressiert. Ja. Ja. Wunderbar. So, jetzt reiten wir natürlich zurück. Sie holt es dann wieder direkt. So. Ja, wunderbar. Und dann reiten wir hier einfach mal querfeld ein. Müssen wir ja auch, glaube ich, hier ankommen. Kann nur sein, dass wir hier nochmal ein paar wilde Tiere sehen. Oder auch nicht. Oh, hier gibt es einen Stein, den ich noch gar nicht entdeckt habe. Ein Veinoststein. Oh, jetzt greift uns was an. Nein! Jetzt springe ich aber ab. Und ich möchte aber das Schwert haben. Ah, lass mich in Ruhe. So. Klappt doch. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Hier sowas. Eine Begräbnisurne. Machen wir mal noch leer. Gold kann man immer brauchen. Sonst, was haben wir hier? Oh, das sind ein paar Bachen. Stahlbachen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und sonst ist jetzt hier eigentlich nichts, glaube ich, oder? Nö. Gut. Okay. Dann ist ein Pferd. Ja, jetzt laufe ich halt doch mal schnell hin. Oder renn hin. Sprint hin. So. Ja. Dann würde ich sagen, geht's jetzt auf nach Dämmerstern. Mal wieder. Wir sind hier mehr unterwegs als sonst was. Aber das wird sich noch ändern, versprochen. Also wenn wir dann mal mit dem Hausbau beginnen, da sind wir dann mehr auf einem Fleck, als uns lieb ist. Das ist dann echt so. Und von dem her ist es dann schon
mal okay, dass wir jetzt am Anfang mal ein bisschen was anderes erleben. Und wie gesagt, das DLC an sich wäre sowieso recht kurz im Vergleich zu den anderen. Und deswegen, wie gesagt, werde ich es etwas in die Länge strecken. Und wir werden hier noch ein bisschen was von Himmelsrand, von Skyrim erleben. Ein bisschen Rollenspiel. Oh, man kann ja so außen rumreiten. Ja, dass man hier auch ein bisschen was anderes sieht. Ich denke, das wird euch auch gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr doch nur den Häuserbau sehen wollt, müsst ihr wahrscheinlich also 3-4 Folgen noch warten, bis es dann losgeht, weil wie gesagt, wir müssen ja erstmal uns das Recht erwerben, um ein Haus bauen zu dürfen hier in diesem Fürstentum. Und dazu müssen wir erstmal ein paar Missionen machen. Jetzt haben wir mal eine gemacht. Allerdings müssen wir hier auch noch eine ganz spezielle machen, soviel ich weiß. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ja, da schlendert einer hier durch die Gegend. Hallo und tschüss. So, hier wieder durch die Wälder. Da hinten fliegt, glaube ich, der Drache immer noch rum. Ja, der fliegt immer noch rum. Der hat Spaß am Fliegen. Aber er greift anscheinend niemand an. Der genießt das Leben. Soll mir recht sein. Drachenkampf muss ja jetzt nicht unbedingt sein, die sind ja da. Hart genug, wenn die dich mal richtig aufreißen. So. Ja, sind wir gleich wieder da. Vorne sieht man das Meer schon wieder. Was ein bisschen flackert. Aber gut. Ein paar kleine Grafikfehler darf es ja geben. So. Was sind wir da? Und dann setzen wir hier unser Pferd mal wieder ab. So. Und ja. Mission haben wir geschafft hier. Lass dir von Skalde das Kopfgeld geben. Und ja, mit diesem schönen Ausblick auf das Meer. Ich gehe mal ein bisschen noch runter. Beenden wir jetzt ja auch die erste Folge schon mal. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich kann euch versprechen, das eigentliche Sinn des Add-ons wird noch kommen natürlich, weil wir werden ja noch ein Haus bauen wollen, tun, lassen, hatten, wie auch immer. Und ja, hier beenden wir erstmal die erste Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt natürlich gerne einen Daumen nach oben geben oder ein nettes Kommentar da lassen. Würden wir uns freuen, vor allem ich. Und natürlich auch hier mein Dovahkiin. Und dann würde ich sagen, mit einem schönen Gesicht hier beenden wir die erste Folge. Und dann sehen wir uns in der zweiten Folge wieder. Bis dann, euer Ray. Ciao, ciao.